gucken wir mal, ob der Gerät anspringt. Jo. Perfekt. Oh, Leute, erstmal guten Tacho. Erstmal raus hier aus der Waschstraße. Wie geht's euch, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe vorhin während der Waschstraße, während ich mein Moped gewaschen habe, habe ich eben noch mein Video, welches heute online gegangen ist, Freitag. Heute ist der 22. meine ich, genau 14 Uhr kam das Video live, die Premiere. Mache ich ja immer so, wo ich darüber spreche, ob ich noch mal im Motorradclub gehen würde. Und habe ich auch noch nie gemacht. Quasi mit dem Moped unterwegs, Moped waschen und live meine eigene Premiere gucken und auf Kommentare reagieren. Auch geil. Übrigens habe ich meine Bodenfreiheit wieder in den Kurven. Es war einfach nur zu viel Luft in dem Vorderreifen drin. Gleich eins aufs Maul. Ja, jetzt kann ich wieder deutlich zügiger durch Kreisverkehr und Kurven fahren. Und ja, so gucken wir, dass die GoPro auch durchhält. Aber jetzt eigentlich mit den ganz neuen Akkus ist das wieder so, wie als wenn die GoPro neu war. Thema heute. Ich habe gestern, wie ich jetzt darauf komme, dass ich jetzt diese Videoreihe fortsetze, war jetzt eigentlich klar. Aber ich hätte das Video jetzt eigentlich irgendwann nächste Woche auf dem Weg zur Arbeit oder so aufgenommen. Aber heute ist noch ein recht schöner Tag. Sozusagen der letzte Urlaubstag. Dann kommt nochmal Wochenende und dann gehe ich wieder in meinen neuen Job rein. Und dachte mir, ach komm, dann nimmst du das Video heute auf. Hatte gestern noch ein Gespräch mit jemandem, der einen Gitarrenverstärker und also eine passende 2x12er Box von mir gekauft hat. Und keine Ahnung, der hat gesehen, ich habe halt so ein paar Motorradsachen in der Garage und so ein bisschen im Gespräch gekommen, sagte, der hätte auch Bock. Er wüsste aber gar nicht, wie er da irgendwo in Kontakt tritt oder wie er da an so Leute rankommt. Und das ist eigentlich so das perfekte Thema, weil ich ja sowieso vorhatte. Und dann kann ich das jetzt direkt in Anschluss machen hier. Wie? Also das richtet sich jetzt eher an die Leute, die da gar keine Berührung mit haben, mit Motorradclubs und so weiter. Denen das aber trotzdem irgendwo, wo man Interesse dran hat, und eventuell auch Bock hat, irgendwo mal mitzumachen. Man aber absolut gar keinen Plan hat, wie komme ich an die Leute dran. Bitte helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir. Denn, ja, ist auch eigentlich gar nicht kompliziert, aber auch nicht einfach. Früher gab es die Bikers News oder Biker News. Dort standen in jeder Zeitschrift standen Partys drin und Kontaktadressen und so weiter. Da konntest du dich einfach melden. Oder einfach hinfahren, wenn die Partys drin standen. Da kannst du einfach hin. Das gibt es ja nicht mehr, die Biker News. Jetzt gibt es aber eine Facebook-Gruppe. Ich weiß nicht, ob sie seitdem entstanden ist oder ob sie schon vorher gab. Die heißt irgendwie... Ich blende das mal ein. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Ich blende es einfach mal ein. Auch dort kann man ganz viel Kontakte knüpfen. Ja, ich sage aber eins vorweg. Es ist das Internet und es gibt viele Bekloppte im Internet. Das wissen wir alle. Und viele lesen auch aneinander vorbei. Aber wenn man da mit Sinn und Verstand in die Gruppe rangeht und an die Nachrichten niederstehen, dann findet ihr für euch das Richtige raus. Also, ich erkläre euch mal so ein bisschen. Warte, ich fahre erst mal aus dem Ort raus hier. Das nervt mich nämlich hier wieder, weil auf Landstraße lässt sich cooler und besser mit euch kommunizieren. Dann erkläre ich mal, oder ich rede mal so ein bisschen darüber. Für die Leute, die absolut gar keine Berührung bisher mit Rockern und Motorradclubs hatten und da halt Interesse dran haben, da mal eventuell irgendwo mal mitzufahren oder auch mal einfach nur auf die Partys zu gehen und... Jetzt ist hier Achterbahn! Ne, ich erkläre euch mal so ein bisschen, wie das so funktioniert. Also, gibt da so... Ja, bestimmte, es gibt da unterschiedlichste Wege, wie man da so in Kontakt treten kann. Zum einen ist natürlich im besten Fall, ihr seid selber mit dem Motorrad unterwegs und fahrt öfters mal gewisse, ja, Motorradtreffs an, sei es jetzt Grafenmühle, hier bei uns zum Beispiel Muttervogel und wie sie alle heißen. Und ihr werdet Leute aus Clubs sehen und ja, die werden euch über den Weg laufen. Die einfachste Methode ist, die Leute einfach anzusprechen. Hallo! Das ist... Ich
Ich kann mir vorstellen, dass für den einen oder anderen da so ein bisschen Überwindung kosten würde, aber wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, einfach mal jetzt, ohne jetzt verpflichtend irgendwas machen zu müssen, sprecht die Leute einfach an, ob die irgendwo mal, wo mal die nächste Party ist, wo man mal mit hin könnte oder sowas. So wäre der erste Schritt, um irgendwo so ein bisschen Kontakt zu knüpfen. Der andere ist natürlich über so eine Facebook-Gruppe. Dort stellen sich neue Clubs vor und so weiter. Da schreiben da halt ihr Vorhaben rein oder auch ihre Partys und so weiter. Dort schicken sie ihre Einladungen rein. Eben genau das, was damals eigentlich in der Biker News in der Zeitschrift drin war. Das ist quasi mehr oder weniger in diese Facebook-Gruppe verlegt worden, weil eine andere Möglichkeit gab es halt irgendwie nicht. Ich bin mir nicht sicher, es gibt natürlich bestimmt noch andere Plattformen und Seiten und so weiter, aber so, das ist so die gängigste Gruppe, wo ich das jetzt mitbekommen habe. Da bin ich auch drin und da gucke ich auch öfters mal rein. Du kannst auch einfach bei Google einfach Motorradclubs in deiner Nähe eingeben, was gibt's denn da, und dann, wenn du Glück hast, haben die eine Webseite, da kannst du die Leute auch einfach anschreiben, oder vielleicht haben sie da sogar manche Clubhäuser. Also wenn die Clubhäuser haben sogar, ich sag jetzt mal, das ist überall unterschiedlich, aber vielleicht einen Monat, einmal in einem Monat oder einen Tag in einem Monat oder wie auch immer, einen offenen Clubabend. Das ist dann so, als würdest du in eine Kneipe gehen, gehst dahin, trinkst dein Bier. Dadurch, dass du da hingehst, unterstützt die Jungs auch noch, weil du trinkst dein Bier da, lässt ein bisschen Geld da. Und dort kommst du dann auch in Gespräche, und das ist eigentlich gar nicht so schwer. So würde der erste Kontakt zumindest entstehen. Und so kann man sich in seiner Umgebung schon mal rausgucken, was gibt es hier für Clubs und so weiter. Und wenn ihr noch überhaupt gar nicht wisst, was da so auf euch zukommt, wenn ihr so nur auf rein Interesse halber da mal so Kontakt sucht, und ihr habt aber Bock irgendwo, also ich sag da mal frei raus, es gibt ja viele, die wollen einfach einen Club rein, die wollen eine Kutte tragen, wollen cool sein, das lasst mal besser bleiben. Das ist scheiße. Wie die Wichse an der Hand. Das lasst einfach mal besser bleiben. Wenn du noch keine Ahnung hast, was dich so erwartet, dann gehst du die Sache sowieso ganz langsam an. Fahr mal ein paar Monate oder wie auch immer unterschiedliche Clubs an. Du wirst, sobald du einmal irgendwo Kontakt hattest und du fährst dann dahin, dann kommst du automatisch in Gespräche, wenn du jetzt nicht gerade ein Gesprächslegastheniker bist. Das geht, glaubt mir, Rocker. Und das sind alles offene Menschen, man muss davor keine Angst haben. Ach, der biegt die ab. Und da kommt ihr automatisch ins Gespräch. Wenn ihr dementsprechend, ich sage jetzt mal, ihr seht sowieso schon ähnlich aus und wird auch vom Style zu euch passen. Und irgendeiner wird euch schon bestimmt ansprechen und fragen, jo, was machst du so und hier. Also was, ihr werdet schon eure Erfahrungen machen. Und glaubt mir, keiner reißt euch da den Kopf auf. Ganz, ganz im Gegenteil. Denn eins kann ich euch sagen, die Motorradclubs, ich will jetzt nicht sagen, dass die gezwungen sind, Nachwuchs zu bekommen, sonst sterben sie aus, aber es ist trotzdem etwas dran. Und da gibt es halt auch einen ganz, 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 ganz großen Fehler, den ganz viele machen, die nämlich in einem Motorradclub wollen. Jetzt sind sie alle darauf aus, und das ist in der Corona-Zeit so gewesen, man durfte ja nirgendwo hinfahren, war ja alles gesperrt. Ne? Wisst ihr ja? Ja, dann machen wir einfach unseren eigenen Verein auf. Es sind so viele scheiß kleine Kackvereine gegründet worden und viele auch wieder dicht gemacht worden, Gott sei Dank. Ich würde sagen, wir greifen wieder an. Aber das ist halt so ein bisschen ehrenlos. Ich habe mich schon wieder wuselig geredet hier. Auch komme ich schon wieder, ich vermische die Themen, obwohl das eigentlich alles ein Thema ist, aber passt halt nicht immer alles in ein Video rein. Da muss ich mich manchmal selber stoppen, und ich glaube, bei diesem Video werde ich viel schneiden müssen, weil ich immer so ein bisschen vom Thema abweiche, weil auch alles immer wieder zusammengehört. Ist halt auch dann nicht so einfach bei so einem Thema. Aber wie gesagt, ihr seid dann irgendwo schon mal, ich sage jetzt mal, ihr seid dann da schon irgendwo, habt Kontakt gefunden und ihr wurdet zu einer Party eingeladen und fahrt dann da einfach hin. Und dann seid ihr da, guckt euch das ganz genau, oder guckt ihr das ganz genau an, wenn du sowieso noch gar keine Ahnung hast, wie das da so abläuft. Habt keine Angst, zeigt keine Scheu, geht auf die Leute zu, meistens kommen sie sowieso auf euch zu, wenn ihr schon mal da seid. Ihr kommt ins Gespräch und dann guckt euch das über Wochen und Monate an. Ich sage erstmal, ihr habt irgendwo einen relativ kleineren Club oder mittelgroßen Club gefunden,
die gerade eine Party haben. Und eins würde ich dir sagen, da draußen oder euch da draußen, wenn ihr da reingeht, ich würde niemals direkt mit der Tür ins Haus fallen und sagen, ey, ich will hier mitmachen. Ich gebe euch Brief und Siegel. Wenn ein halbwegs vernünftiger Club ist, dann schicken sie sich direkt wieder nach Hause. Dann bist du ja doof. So, ne? Macht das ein bisschen anders. Fahrt ein paar Wochen, ein paar Monate hin, wenn es denn so lange dauert. Auf jeden Fall, das wird einige Male sein, wo du hinfahren musst. Vorausgesetzt, du bist jetzt auf der Party gewesen und das hat dir super gefallen. Die Leute gefallen dir und so, wenn du dann ein, zwei, dreimal da warst, bei einem offenen Clubabend oder so. Und dann, keine Ahnung, wenn es dir gefällt, dann würde ich erstmal so sagen, jo, irgendwie, mir gefällt das hier, eure Leute gefallen mir hier. Und kann man da so ein bisschen sich erkenntlich zeigen, weil es euch irgendwie auch offiziell supporten oder so. Und so, dass ich ein paar Mal vielleicht auch mit euch mitfahren könnte, so eine Tour mitmachen und so weiter. Und so macht ihr euren Weg dann ganz, ganz, ganz langsam. Und irgendwann werden sie dann auch auf euch zukommen und sagen, hör mal, du supportest uns doch schon. Hast du nicht Bock, auch den weiteren Weg zu gehen? Und das passiert häufig, ne? Wenn ich habe das schon in meinen Jahren so oft gesehen, dass Leute genauso, ob jetzt gezielt gesucht oder auch durch einfach, weil es so gekommen ist, weil du so mit dem Bike unterwegs bist, kommst du eigentlich sowieso immer mit den Leuten ins Gespräch, im Normalfall. Das kommt halt häufig vor, dass dann angesprochen wird, oh, hast du nicht Bock bei uns mitzumachen? Wir finden dich eigentlich ganz nett, du hast die richtigen Gedanken und so weiter, Herz am rechten Fleck sozusagen. Und wenn das dann kommt, wenn die Leute dich dann so ansprechen, dann hast du auch alles richtig gemacht, bis dahin zumindest. Und dann machst du deinen Weg, dann wirst du Hänger, dann wirst du Prospect und so weiter. Da gibt es auch Clubs, haben unterschiedliche Zeitlinien und so, aber das ist halt so roundabout. Sag mal, mindestens so ein Jahr hast du Hängerzeit, dann hast du anderthalb Jahre Prospect-Zeit. Aber da hat jeder Club so seine Variation. Bei dem einen ein bisschen mehr, bei den anderen ein bisschen weniger. Aber das ist halt so ungefähr, kann man das sagen, dass du so zwei Jahre ungefähr mit einplanen musst. Wenn du ein bisschen weniger Zeit hast, dann eventuell ein bisschen länger. Das ist von Club zu Club immer ein bisschen unterschiedlich. Also, ja, und das mal so als Kurzanleitung, würde ich jetzt mal sagen. Muss man sich im Klaren sein darüber, dass große Clubs, gerade auch 1%er Clubs oder ich sag mal die drei großen Clubs, ein ganz anderes Erscheinungsbild haben, sei es auch durch die Medien, sehr oft auch falsch interpretiert und falsch von den Medien dargestellt. Das kann ich euch schon mal sagen. Nicht alles stimmt so, wie die das sagen. An allem ist irgendwo was dran, aber man kann nicht einen ganzen Club dafür verantwortlich machen, weil da 5 Joppis pro Bundesland jemanden einen Fußnagel abziehen. Okay, ich ziehe es ins Lächerliche, aber um das mal so ein bisschen zu beschreiben. Und was ist? Ein Scheißdreck ist! Dennoch, das Erscheinungsbild ist natürlich irgendwo so ein bisschen gewissen Druck. Und wenn du anfängst, gewisse Symbole zu tragen und du die tragen darfst, dann repräsentierst du auch etwas. Du musst auch voll und ganz dahinter stehen und musst dann auch oder solltest dann auch deinen Mann stehen können, sollte es mal angesprochen werden oder anderes, ne? Das sind so Faktoren, die sollte man nicht vergessen. Und, aber das sind solche Dinge, wenn jemand Bock hat, in so einen Club zu gehen, dann kriegt er das dabei gebracht. Du machst da sozusagen deinen Weg, du machst sozusagen eine kleine Ausbildung. Ey, hier bin ich doch schon mal lang gefahren, genau. Und ja, für jemand, der da absolut gar keine Ahnung von hat, und ich sage jetzt mal, dieses Clubleben nur aus Serien, aus Filmen kennt. Keine Angst, das wird dir beigebracht. Und das ist jetzt nicht so, dass du jetzt ein Lehrbuch bekommst, sondern im Grunde genommen, das ist eigentlich überall gleich, die Leute, die in so einen Club gehen und vor allen Dingen die Leute, gerade alte Leute, die das wirklich noch aus den 60er, 70er Jahren, die heute noch leben und auch mit in die 80er rein, sage ich mal, die fühlen und leben noch die alten Werte, Bruderschaft, der Zusammenhalt, die Frau eines Bruders ist tabu und all solche Geschichten. Wirklich die alten Werte. Es gibt heute auch andere Eierkopfclubs, leider ist es so, aber das werdet ihr schnell merken. Das ist halt überall das Gleiche. Der Mensch ist nun mal ein Mensch, egal ob er jetzt eine Kutte trägt oder nicht, ihr wisst das. Aber dort hast du eher die Chance, jetzt sage ich dir,
Und da sage ich euch, dort hast du eher die Chance, Menschen zu treffen, die gerade sind, als sonst wo. Nicht überall, auch ich habe schon meine Erfahrungen gemacht, aber ich kann dort eher den einen oder anderen aussortieren, als, sage ich jetzt mal, wenn ich mich mit irgendwelchen Leuten auf einer Kirmes befreunde oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ihr die Leute gefunden habt und das zu euch passt und ihr auch dementsprechend euch auch, ja, was heißt anpasst, wenn ihr sowieso schon so seid, dann müsst ihr euch nicht anpassen. Das wäre sowieso der Idealfall, aber dann habt ihr genau das Richtige für euch. Ist einfach so. Was auch ganz wichtig ist, aber das lernt ihr sowieso, sobald ihr dann irgendwo reinkommt und ihr eure Symbole bekommt von den starken Parkwächtern oder wie habe ich sie nochmal genannt? Ich weiß es nicht mehr. Es ist doch gerade mal 3 Minuten her. Wie gesagt, ihr müsst euch zu benehmen wissen. Gerade wenn ihr irgendwo hinfährt oder du bist auch alleine vielleicht unterwegs und hast gerade dein Hänger- oder Prospektzeichen drauf und du fängst dann an blöd zu spielen. Ihr müsst euch genau überlegen, dass das ja, Nachwirkungen hat, denn ihr seid erkennbar. Ne? Also wenn ihr jetzt vorhabt, da irgendwo in eurer Kneipe in der Lori zu machen und dann heißt halt, jo, der hat hier Stress gemacht und da war noch jemand anders dabei, dann werden die bei eurem Präsi anrufen, hör mal, da war einer von euch, was ist da los und wie und was, ne? Dann müsst ihr auch reden, ihr müsst euch zu benehmen wissen. Das muss ich ganz klar sagen. Ich musste sowas auch schon mal lernen. Aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Deswegen sage ich sowas ja auch hier. Das sind ja auch meine Erfahrungen. Boah, ich kann endlich wieder ein bisschen in Kurven fahren. Einfach nur, weil ich zu wenig Luft in den Reifen hatte. Mein Gott, was bin ich blöd. Weißt du, ich baue ein komplettes Motorrad zusammen. Aber dann bin ich zu blöd, um mal ein bisschen Reifen zu prüfen. Ehrlich. Also, ich habe mich richtig gehen lassen. So, aber so ein bisschen so eine Kurzanleitung oder so eine Richtlinie für euch einfach. Mehr wird das hier nicht sein. Es ist halt, es variiert halt alles immer ein bisschen. Leute, vielleicht sehen wir uns ja auf einer Party. Ist ja letztens schon vorgekommen. Mich hat einer erkannt, als ich bei Dragspeed war. Dragspeed ist auch ein sehr guter und befreundeter Club von mir. Und der Präsident ist auch ein Schulkollege von mir. Wir kennen uns schon, seit wir wirklich klein sind. Also, was heißt klein, aber weiterführende Schule. Und, boah, ich muss jetzt erstmal gucken, wo bin ich denn hier? Egal. Und dort kam auch ein Club an und ich glaube, da war auch ein Junge, der hatte jetzt noch nichts drauf, aber der sah auch interessiert aus, so nach dem Motto, fährt also auch gerne mit. Und da musste ich auch genau an dieses Thema hier denken. Und der hat mich, ist halt so, wenn du wohin gehst, du gibst ja jedem so die Hand und so weiter, ne? Und Captain Schnittlauch. Und ja, der hat mich sofort erkannt, sagt, der guckt mich an, ey, du machst YouTube, ne? Sag ich, ja, alles klar. Und dann wusste er schon, wer ich war. Das fand ich irgendwie geil. Dass ich sogar schon auf Rocker-Partys erkannt werde, diesbezüglich. Leute, die mich halt nicht aus meiner aktiven Rockerszeit kennen, sondern hier von YouTube. Fand ich irgendwie ganz cool. Und dass er auch dann mich auch drauf angesprochen hat, fand ich auch ganz nett. Also wenn du das Video siehst... Geil. Na gut, Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Und ja, genau so. Ja. Genau so, einfach so. Tschö.